Der Konzernumsatz lag bei 900,8 Millionen Euro und verminderte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,2%. Deutschland bleibt weiterhin der wichtigste Absatzmarkt der Gerd-Weber-Gruppe und hat einen Anteil am Konzernumsatz von 62,8%. Ja, der Umsatzminus sind 2 bis 4%, was wir jetzt planen. Das hängt natürlich mit den Filialschließungen zusammen. Es sind ja doch insgesamt dann 103 Filialen, die geschlossen werden. Und wir haben natürlich auch Wachstumstreiber. Das ist das Online-Geschäft, was in diesem Jahr über 20% zulegen wird. Und unsere Marke Hallhuber wird auch weiter unser Wachstumstreiber sein. Und trotzdem werden wir den Umsatz aus diesem Jahr nicht ganz erreichen. Wir planen einen umfangreichen Um- und Ausbau bestehender Systeme und Anwendungen, die Einführung eines echten CRM-Systems und final die vollständige Verzahnung von Online- und stationärem Handel.